Hallo, willkommen zurück in Erlengrad im LS22 in einer neuen Aufnahmesession. Ihr seht, das ist ein anderer Traktor. Es ist noch dunkel, 5.38 Uhr morgens und es schifft wie blöd. Das hier ist ein McCormick. Schönes Gerät, muss ich sagen. Mit einer Pöttinger Seemaschine Terasem. Allerdings nicht meine. Die ist nur geliehen und die gehört zu einem Auftrag, den ich ein Glück beendet habe, bevor der Regen eingesetzt hat. Ich habe Aufträge gekloppt. Mal eben abschließen hier. Will ich neue annehmen? Düngen müsste ich eigentlich können. Ich nehme mal noch keinen neuen an. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Was hat sich denn noch so getan? Ah, hier liegen ganz viele Steine auf dem fremden Feld. Nicht gut. Wir springen mal hier durch. Ich bin gerade dabei, mein Feld 4 zu pflügen. Wir befinden uns jetzt nicht mehr im September, sondern im Oktober. Mein großes Problem war, dass mein Speicherstand defekt war und ich nochmal neu loslegen musste. Ich hatte eigentlich das Kartoffelfeld abgeerntet. Ich habe ein bisschen was am Hof gemacht. Hatte Aufträge gekloppt und das war alles weg. Das habe ich also jetzt alles wieder so ähnlich eingespielt, so ähnlich wieder hergestellt, wieder gebaut und ich werde mal eben kurz zur Sicherheit speichern, weil man weiß ja nie. So, ich hoffe, das merkt er sich jetzt auch mal. Und wie sieht es eigentlich auf dem Hof aus? So, also Folgendes. Die ganzen Paletten hier, alle verkauft. Damit hatte ich richtig Probleme. Ich hab unterschiedliche Sachen probiert mit den Autoloadern. Da war es gar nicht so doof, dass der alte Speicherstand weg war. Da hatte ich mir einen Stapler geliehen und alles fein säuberlich soweit am Ende dann auf die Hänger gebracht, sortiert. Das stand alles hier an der Seite. Ich habe hier die Delle im Boden ausgeglichen und so weiter und so fort. Also alles sah gut aus, Speicherstand weg. Zweite Runde, ich habe es nicht mehr so schön hinbekommen. Ich habe schlechte Laune bekommen, ich habe die Paletten alle verkauft. Es war nicht die Jahreszeit dafür, ja, ich habe damit quasi nicht so viel eingenommen, wie ich hätte einnehmen können. Aber war mir jetzt egal. Die Halle steht hier also noch. Die Gerätschaften darunter, da ist jetzt nichts Neues in der Form dazugekommen. Die Hühner sind noch da, die Schafe sind da, aber Gewächshäuser sind ein paar dazugekommen. Die waren jetzt nicht allzu teuer und die habe ich jetzt anders eingestellt. Die stehen jetzt auf Direktverkauf. Das kann man nämlich umstellen. Das wusste ich zu Beginn zum Beispiel nicht. Da muss man aber immer ordentlich nachfüllen. So, lass mal kurz reinschauen. So, die stehen alle auf Direktverkaufen hier drüben. Und hatte ich vor einiger Zeit aufgefüllt. Ist jetzt allerdings auch schon wieder an der Zeit, dass ich da nachfülle, wie ich sehe. Die hauen echt gut raus. Und ich habe komplett auf Salat erstmal umgestellt, weil ich jetzt natürlich durchgehend rausfeuer. Und Salat aktuell mit einem steigenden Preis, wenn wir die Preisänderung verfolgen, im Oktober, jetzt geht es wieder hoch. Das nehme ich dann hoffentlich mit. Ich war auch kurz am Überlegen, ob ich nicht abwarte und wieder umstelle auf behalten. Das geht auch. Man kann hier eben auch durchswitchen. Wenn ich hier reingehe auf den Salat, jetzt könnte ich hier den Modus ändern. Jetzt steht er auf direkt verkaufen. Ich kann auf Verteilen gehen, ich kann auf Behalten gehen oder direkt verkaufen. Ich bleibe mal auf direkt verkaufen erst nochmal, damit das so eine durchgehende Einnahmequelle wird. Funktioniert einigermaßen gut aktuell. Allerdings habe ich eben auch Aufträge, sehr viele Aufträge durchgezogen. Seeaufträge, Düngeaufträge etc., um hier halt Geld reinzubekommen. Aber mittlerweile im Oktober ist eben auch mein Gras wieder erntereif.
Das freut mich sehr. Das wächst also relativ schnell nach. Ich glaube, 2 Tage sind das, also 2 Monate, dann ist es nachgewachsen. Und ich würde den Hof gerne ein bisschen anders aufstellen, weil ich wollte mich ja ursprünglich auf Erdbeeren, Salat, Tomaten und sowas stützen für den Anfang und ein bisschen Tiere nebenbei machen, plus eben Felder dann. Aber wenn ich mir die Produktionsketten mal so anschaue und wenn ich hier jetzt einfach mal ins Baumenü gehe, Produktion, und dann nehme ich mir, wo ist sie, wo ist sie? Hier, die Spinnerei. Die Spinnerei stellt Stoff her. Und das macht sie einfach nur mit Wolle. Wolle rein, Stoff raus oder Baumwolle. Und von der Spinnerei aus kann ich dann weitergeben den Stoff in die Schneiderei. Dann wird da Kleidung draus hergestellt. Das erscheint mir eine sehr einfache Produktionskette zu sein. Die gibt es auch nochmal in kleiner, wenn ich mich nicht täusche. Genau, die Spinnerei gibt es auch nochmal in kleiner. Die Schneiderei nicht. Kostet das gleiche, nimmt aber, glaube ich, weniger Platz weg. Muss ich mir mal angucken. Also meine Überlegung ist, das Ganze jetzt ein bisschen anders aufzustellen und mehr Schafe auf den Hof zu holen für mehr Wolle. Also dafür werde ich hier die große Halle wegnehmen und an der Seite irgendwie ja, einen Unterstand bauen für die Fahrzeuge. Und noch liegt es im Dunkeln hier, die Wiese hier vorne werde ich zur Schafweide umfunktionieren. Das mache ich aber bei Tageslicht, denke ich mal. Aktuell 5:42 Uhr, noch zu duster dafür. So mein Plan als nächstes. BGA kann ich mir bei weitem noch nicht leisten, wo ich eben meine Silage hier reinbringen könnte. Die Silage muss ich also dann im Januar, war das glaube ich, verkaufen. Dazu werde ich mir dann, denke ich mal, einen Autoloadwagen mieten. Ist dann einfacher am Ende. Aber bis dahin werde ich definitiv noch, denke ich, ein, zweimal Gras reinholen können. Also wir haben jetzt Oktober. Wenn ich es schaffe, im Oktober zu ernten, haben wir November, Dezember, kann ich nochmal ernten, meine Annahme, oder im Januar und dann verkaufen. Müsste eigentlich von der Zeit her gut hinkommen. So, also die Pläne. Und jetzt gucken wir mal eben, wie weit ist der denn eigentlich beim Pflügen? Weil Pflügen und Grubbern sollte ich auch bei Regen können. Naja gut, der hat noch ein bisschen was vor sich. Ich werde mir einen Grubber mieten müssen. Der Pflug ist auch nur gemietet, das ist nicht meiner. Und da kann ich schon mal gucken bei den Grubbern. Was kostet denn so ein Grubber wohl? Und was braucht der? Grubber, wo seid ihr? Hier sind Grubber. Ich möchte jetzt auch nicht den kleinsten Grubber nehmen. Und vielleicht kann ich dann auch einfach noch einen Auftrag in der Zwischenzeit damit abfrühstücken. Hier haben wir 5 Meter, 19.500 im Kauf. Das ist eigentlich schon ganz gut, so was meine Felder angeht. Ach so, der hat 4 Meter hier. Ich war auf dem Lemken mit 24.500 Euro. 5 Meter, hier haben wir auch 5 Meter. Was kann der denn mehr? A, braucht er mehr PS. Und B, ist er schwerer. Und was ist sonst der Unterschied? Weiß ich nicht. 5,7 bis 8 Meter. Da kommen wir schon eher jetzt dahin, wo ich hin möchte. 6 Meter. Kostet 51.000. 15 km/h, auch 15 km/h, braucht 320 PS, braucht nur 250 PS. Okay, die Kuhn mit 7,5 Meter braucht auch 250 PS. Da sind wir in den großen PS-Zahlen, weil ich muss ja den Deutz nehmen dann, ne? Der ist der einzig freie Traktor gerade und mit 250, das müsste er noch hinbekommen, glaube ich. 3 Meter, hier sind jetzt schon die Mods. 6,2 Meter Knöckerling. Braucht dann wahrscheinlich auch, also zwischen 200, nee, 280 PS.
Wenn ich da jetzt hochgehe, Reifenvariante, Design, Design erhöht das, dann, ah ja, okay, dann kommen die Meter dazu hier und wahrscheinlich auch die PS-Zahl, oder? Ja, 220, 280 bei 6,5 Meter. Wie viel hat denn mein Deutz? Mal kurz gucken. Mittelgroße Traktoren, der Deutz hat 247 PS. Sehr gut, soweit kann ich also gehen. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, 247 habe ich. Der würde gehen, 5 Meter. Der hier würde eher nicht gehen. Der hier könnte gerade so gehen. Und der hier auch, 7,5 Meter. Müsste er gerade so hinbekommen, mit ein bisschen Problem wahrscheinlich. Dann denke ich mal, dass ich mir hier den Kuhngrubber mieten werde und damit dann loslege. Was sagen denn die Aufträge? Sind da sind auch Grubberaufträge dabei. Die könnte ich dann in der Zwischenzeit nämlich mal eben durchziehen. Dann nehme ich hier mal den größeren an. Jetzt kurz überlegen. Nee, Lohndienstleistungsgeräte kann ich nicht auf meinen Feldern verwenden, wenn ich mich nicht täusche. Also akzeptieren wir den Vertrag. So, dann zu den Grubbern. Grubber, Grubber, Grubber. Was haben wir hier noch? Der war nicht so gut wie der Kuhn. Die waren zu groß. Von der PS-Zahl her, ja, dann wird es der. Und den möchte ich gerne mieten, nicht kaufen. Danke sehr, steht bereit. Wunderbar. Dann ab in den Deutz, da ist er. Nochmal Licht an. Aber halte ich vorne den Frontlader dran? Wirklich Gewicht hat der ja nicht. Oder nehme ich mir ein Gewicht mit? Oder ist das Gewicht unterwegs? Ne, hier liegt's. Okay. Dann mache ich da mal lieber ein Gewicht dran. So. Ui. Nicht umfahren da. Stodele. Den stellen wir hier ab. Oh, jetzt wieder. Ah, nicht wieder der Bug. Ah, das erinnert mich zu sehr an die Paletten. Die sind mir andauernd im Boden festgebackt. Das war grausam. Also. Da wird hoffentlich mal nachjustiert, weil das hat mir echt den Spaß genommen an dem Vorhaben. Ein Grund, warum ich am Ende dann doch alles einfach verkauft habe. Das war mir zu nervig, die Paletten da immer aus dem Boden wieder loszubekommen. Das war nicht cool. So, also es gibt eine Mod von Modelleicher. Damit kann man dann zumindest die Bereiche, wo Paletten spawnen, im Nachhinein nochmal begradigen, wenn es da Probleme gab. Also ganz interessant. Für die, die damit halt Probleme haben, schaut euch das mal an. Modelleicher hat da eine Mod rausgebracht. So. Dann holen wir mal den Grubber ab. Ja, also von Paletten habe ich aktuell erstmal die Nase voll. Jedenfalls was Erdbeeren, Tomaten und so weiter angeht. So, jetzt hätte ich mir auch noch merken sollen, auf welches Feld ich muss, ne? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Oh, bisschen schnell angefahren. Hoppla. Sorry. So, wo wollen wir denn hin? Auf Feld 19. Das ist doch hier direkt nebenan. Das ist ja praktisch. Biegen Sie ab, gerne doch.
Das wollt ihr gegrubbert haben? Was ist denn da drauf? Sorghumhirse. Aha. Abgeerntet. Okido. Fahren wir mal an den Anfang vom Feld hier. Da 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 da. Und dann machen wir das fertig. Ui, hier ist, glaube ich, schon der Anfang. Jawohl. Setz hier mal rein. 7,5 Meter sind jetzt auch gar nicht so viel, ne? So. Ta, 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 ta. Dann klappt den mal aus. Stopp. Bremsen. Oh, schönes, schönes Gerät. Ah, witzig, die eine Seite klappt schneller aus als die andere. Mal angucken hier. Cool ProLander 7500. Gut, hängt jetzt so ein bisschen im Zaun hier, aber naja. Was willst du machen? So, gehen wir in die Außenansicht. Ah, ich justiere noch mal ein bisschen nach. Hoffentlich kommt da jetzt niemand. Habe ich hier gleich Hubkonzert. Und natürlich ist da eine Laterne. Klar doch. So. Ja, so müsste es gehen. Ja, das ist ein bisschen breit, mein Freund. Da musst du nochmal nachjustieren. Arbeitsbreite auf 0. Enter. Und dann hat er die Arbeitsbreite, die er haben soll. 7,6 Meter hat der. Bist du dir sicher? Ich dachte 7,5. Mach mal 0,5, bitte. Jo. Thank you. Ja, das sieht doch... Oh, das ist Augenmaß, oder? Hab ich nicht gut abgestellt hier? Lass dir mal runter. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Wetten? Sag ich doch. Yes. Wonderful. Aber du darfst es nochmal umstellen auf... Nicht immer hoch, sondern... als inaktiv hoch. So. Bist du noch an? Jetzt bist du wieder an. Weil dann verschwindet das und nervt uns nicht. Erster grober Auftrag, Leute. Coole Sache. Bisher habe ich noch gar nicht gegrubbert in dem Spiel. Boah, der ist aber cool. Das, also den hätte ich auch gern für den Hof. Der gefällt mir. I really like that. Ja, grobe Aufträge sind halt einfach dankbar, ne? So ein bisschen wie... Also ist noch dankbarer wie düngen. Finde ich jedenfalls. Und das ist ein Sauwetter. Aber ab 9 Uhr soll es aufhören zu regnen. Das heißt, bis 9 Uhr hätte ich nach Möglichkeit gerne... mein Feld gepflügt, gegrubbert und von Steinen befreit, damit ich noch Weizen ansehen kann im Oktober. Im Oktober geht das noch. Und im November ist dann vorbei. Da ist dann Schluss mit lustig. Platz genug zum Wenden, wunderbar. Yeah. Boah. Oh. Richtig ungemütlich hier. Also die Regenanimation geht so. Aber das Geräusch, das ist fies. Das ist so richtig, boah, da will man sich einkuscheln in eine Decke oder so. So, die Bahn mache ich noch und dann gucke ich mal eben nach, wie weit denn der Flug ist. Der ist ja hoffentlich auch bald so weit.
Ja, und bei Tageslicht würde ich dann mal schauen, dass ich mit dem Hofumbau weitermachen kann. So, einmal durchziehen, anheben. Nehme jetzt. Oh, die Laterne. Ich nehme die Zäune jetzt mal hier nicht so für voll. Wieder runter damit. So, dann lass mal kurz schauen, wie weit sind wir hier? Boah, das dauert ewig. Aber ich dachte mir, ich ziehe auf meinem Feld jetzt wirklich einmal alle Arbeitsschritte durch. Einmal pflügen, einmal grubbern, walzen soll dazwischen noch liegen, dass er einmal die kleinen Steine eben in den Boden drückt, dann Steine sammeln. Dann würde ich mir auch noch so einen, ja, Steinzerstörer, wie heißt, ich weiß nicht genau, wie der heißt, zulegen für den Hof. Ich gehe ja davon aus, dass ich dann zukünftig hoffentlich ein paar mehr Felder habe und die Steine dann da verwerten kann. Und danach dann eben einmal kalken, dann einmal düngen, ansehen. Zweite Düngestufe, Unkraut, dann durchwachsen lassen. Ist schon ordentlich, ne, was man so machen muss. Und dann muss ich ja erst wieder jede dritte Ansaat pflügen, meine ich auch nur jede dritte, und eben kalken. Dann entfallen zumindest die Schritte. Also einiges zu tun. Wie groß ist das Feld hier noch? Ja, wird blockiert, wird blockiert. Okay, das sind noch locker. Ja, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bahnen locker, würde ich sagen, die der noch ziehen muss. Okay. Da würde er also noch ein bisschen brauchen. Habe ich nur abgelassen? Ja, okay. Gut. Gucken wir uns das noch mal ein bisschen von außen an. Ja, das war, glaube ich, schon eine gute Entscheidung mit den 7,5 Metern. Also wenn ich den Flug so sehe, das macht einen ja wahnsinnig. Ah, geil sieht's aus. Nice. Ich glaube, der Flug hat jetzt 4 Meter, wenn ich mich nicht täusche. Ist schon ein Unterschied. Aber ja, auch hier wird das ein bisschen dauern. Ja, also so auf jeden Fall mein Plan. Schreibt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Also ich werde Weizen ansehen auf Feld 4 wegen der Hühner, dass ich mein eigenes Futter habe und es nicht mehr kaufen muss. Und dann ist der Plan eben erstmal noch ein Schafstall dazu. Dafür, aktuell muss ich dafür einen Kredit gehen, also entweder noch Aufträge kloppen oder weiter in den Kredit gehen. Ich bin 300.000 im Kredit, da ist gar nicht mehr so viel Spielraum. Muss ich mich also ranhalten? Moment, ich mache erstmal die Bahnen da vorne. Oh. Bisschen eng eingeschlagen. Hast dich jetzt festgefahren hier, oder? Super. Einmal zusammenklappen, bitte. Schön. Auch sehr schön. Sieht fantastisch aus. So hast du es jetzt. Einmal lösen. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass er sich hier fest verhakt hat und dann zuppelt er so rum. Ja, also auf jeden Fall Schafe und die Produktion geht gut ins Geld. Wird nicht billig. Kurz konzentrieren. Wieder ausklappen. VCA wieder an. So.
Ja, weiß noch nicht genau, wie ich das bezahlen soll. Also ich kann noch 200.000 Kredit aufnehmen und die Kohle, die ich jetzt hier halt reinhole über die Aufträge, werde ich dafür dann aufwenden. Habe ich einiges vor mir, würde ich sagen. Aber ja, den ersten Schritt würde ich in der nächsten Runde dann schon mal, denke ich, angehen wollen mit dem zweiten Schafstall, dass da die Produktion auch in Gang kommt. Ja, aber bis hierhin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, für diese kleine Nachtsession im Regen mit Flügen, Grubbern und einer kurzen Hofbegehung. In der nächsten Runde dürfte es dann auch hell sein, dann zeige ich euch den Hof einmal in Ruhe und dann wird es auch mit der Grasernte losgehen. Die werde ich dann eben nicht in Silage pressen, sondern ins Silo fahren, damit ich dann auch Futter für die Schafe habe. Also, danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da, einen Kommentar, vielleicht auch ein Follow. Würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.